Hallo in die Runde, hallo an die Teilnehmer und Teilnehmerinnen zu dem Webinar, wo es darum geht, dass man quasi in einem Austausch unter quasi zwei Personen und zwei Seiten, einerseits mir, Martin Dörsch, und andererseits im Chris, dass wir darüber sprechen, was man jetzt mit seinem Monitor so anstellen kann, damit man da am Ende auch wirklich das Ergebnis rausbekommt, am Druck oder in der Ausgabe, wie man es haben möchte. Und da werden quasi einige Augen sicher geöffnet werden und einige Fragezeichen hoffentlich am Ende auch quasi ausgemerzt werden. Danke, Chris, dass du da bist. Magst du vielleicht ganz kurz was sagen, wer du bist, damit die Leute wissen, mit wem es da zu tun haben? Ja, sehr gerne. Ja, guten Abend in die Runde. Mein Name ist Christian Ohlich. Ich bin gerade in Köln im Homeoffice, arbeite normalerweise im europäischen ISO-Headquarter, bin dort Produktmarketing-Manager für Grafikmonitore, selber ganz lange Fotograf gewesen und jetzt seit 5 Jahren. Am 1. April hätte ich eigentlich mein 5-jähriges Jubiläum gefeiert, aber war keiner da, um mit mir zu feiern. Genau, und in dieser Funktion bin ich jetzt hier. Sehr cool. Generell zum Webinar, es gibt da die Möglichkeit, dass Fragen gestellt werden. Das ist der F- und A-Bereich, den findet man in der Software meistens irgendwo unten. Und wir haben auch Verstärkung dabei, das heißt einmal das Team i2AT und einmal das Team i2DE, das heißt zusätzlich zwei Leute. Das heißt, wenn Fragen sind, die in den F- und A-Bereich reintippen, die werden entweder wir direkt in dem Gespräch aufnehmen oder wenn es einfach quasi direkt beantwortet werden können, machen das einfach unsere Leute sozusagen im Backoffice. Das einfach dazu. Okay, dann würde ich einfach einmal sagen, wir starten. Wir haben jetzt ungefähr eine Stunde vor uns, wobei die letzten 15 Minuten quasi einmal so reserviert sind für Fragen. Das heißt, wir werden die Fragen, die jetzt im F- und A-Bereich aufkommen, am Schluss beantworten. Und wie gesagt, wenn Fragen sind, die ja direkt dazu passen, werden wir die ja direkt im Webinar auch beantworten. Aber ich denke mal, wir werden da einiges gleich von Anfang an einmal lösen. Okay, ich schaue da mal kurz auf meinen Zettel rüber, ich habe da mal alles erledigt. Gut, dann darf ich mal sagen, Chris, so, was ist eigentlich die Wunschsituation, wenn man sich jetzt zu seinem Rechner sitzt, dass man also in seinen Monitor reinschaut, was soll da eigentlich so, ja, der Wunsch sein? Habe da mal was vorbereitet. Diese Frage trifft mich ja nicht ganz unvorbereitet. Also, wenn wir, ich meine, ich mache ganz viele Seminare, wo es eigentlich immer darum geht, wie man am Monitor schon das sehen kann, was hinterher aus dem Drucker rauskommt. Die meisten Leute, die sich das noch nicht selber mal ausprobiert haben, stellen sich vor, ja, wo soll das Problem sein? Ich sehe was am Monitor. Das ist im Idealfall das, was ich an der Digitalkamera hinten auf dem Display gesehen habe, dann drucke ich das aus und dann sieht es so aus, wie ich mir das vorstelle. Die Tatsache, dass meine Seminare immer super voll sind, zeigt mir ja, dass das eben nicht der Normalfall ist, ne? Weil eben ja das Bild in irgendeiner Weise anders aussieht, ne? Also so stellt man sich das vor und die Vorstellung ist ja auch gar nicht so dumm, weil wenn man die analoge Zeit mitgekriegt hat, sowohl in der Fotografie, aber auch beim Telefonieren oder beim Radio, dann kennt man das. Bei analog gibt es nicht nur gut oder schlecht, sondern es gibt ganz viel dazwischen, nämlich schlechter Empfang, sowohl beim Telefonieren als auch beim Radio. Das rauscht dann eben. Das gibt es nicht mehr. Wenn man in einem Funkloch ist, dann hat man nicht schlechten Empfang, sondern hat man einfach überhaupt keinen Empfang mehr. Oder halt relativ guten Empfang. Und von daher lernen wir oder haben wir in den letzten 25 Jahren gelernt, beim Digitalen entweder klappt super oder es klappt überhaupt nicht. Aber so diese Zwischentöne, Probleme, die sind vermeintlich weg. Und deshalb denkt man sich, beim digitalen Foto, entweder sehe ich es am Monitor perfekt oder ich sehe es halt gar nicht. Oder ich sehe so Artefakte, so wie man das von Tonwertabrisse, ja. schlechten, naja, nee, eher wie man das halt so von schlechten Also, Internet-Videoverbindungen oder ja. sowas kennt. Also das, was wir jetzt hoffentlich eben nicht haben. So, denkt man sich, naja, was soll denn da schiefgehen, ne? Und dann guckt man das erste Mal Bilder aus und stellt fest, okay, das ist das richtige Bild. Also es hat sich jetzt nicht der Nachbar auf das WLAN von meinem Drucker eingeloggt und sein Bild ausgedruckt, sondern der Druckauftrag kommt schon von mir. Das ist das richtige Motiv, aber das Bild ist in irgendeiner Weise anders. Ich hoffe, man sieht das jetzt in diesem etwas improvisierten Aufbau einigermaßen. Also das Bild ist einfach jetzt in dem Fall ein bisschen gelbstichig. So, jetzt weiß man natürlich nicht, Aber das Bild, was wo. am Drucker rauskommt, Das genau. Bild, was am Drucker rauskommt, ist viel wärmer, ein bisschen gelbstichiger eben als das, was man sich vorgestellt hat. Und jetzt weiß man nicht, naja, woran liegt das jetzt? An den Druckereinstellungen, am Betriebssystem, an der Bildbearbeitungssoftware oder mir fallen spontan noch 15 andere Dinge ein. Und immer, wenn ich jetzt ganz viele mögliche Ursachen habe und nicht weiß, welche Ursache denn jetzt die richtige ist, dann versuche ich quasi rückwirkend
rauszufinden, naja, was muss ich denn anders machen, damit das Ergebnis meiner Erwartung entspricht? Und in dem Fall ist das Bild zu gelb. Ich würde es also ein bisschen zu blau machen, das nochmal ausdrucken und gucken, ob ich dann genau das bisschen, was es zu gelb war, gegenkompensiert habe und ob das passt. Und naja, meistens treffe ich das nicht beim ersten Mal. Und dann habe ich jetzt, wenn ihr selber mal gedruckt habt, wisst ihr, dass ihr jetzt hier 4, 8, 12, 16 Euro Oh Linie ja. habt. Ne? Das kann ja nicht der Sinn der Sache sein. Also jeder, der das mal ausprobiert hat, hat je nachdem, wie viel, was er gemacht hat, also wenn er gleich so ein 2x3 Meter Leinwandbild bestellt hat, dann sehr viel Lehrgeld bezahlt oder ein Fotobuch oder ein Kalender oder halt diese frustrierende Situation schon mal erlebt, wenn er ein Bild auch in klein ausgedruckt hat. Ist cool. Und genau da sind wir jetzt ja quasi auch da, dass wir quasi Genau. am Anfang einfach einmal so die Ist-Situation abklopfen, also ein paar Begriffe abklopfen und dann im besten Fall den Leuten die Augen öffnen, dass da einige Dinge zu berücksichtigen gibt. Und wenn man das berücksichtigt, dann wird quasi die Situation, dass man viel weghauen muss, sehr wahrscheinlich sehr minimiert werden. Genau, ich sehe hier gerade, es schreiben mehrere Leute, dass mein Bild nicht besonders scharf ist. Das ist mir bewusst, das geht leider nicht besser. Ich habe zwar ein sehr, sehr teures Notebook, das sehr gut rechnen kann, aber filmen kann es nicht so besonders gut. Also tut mir leid, das ist jetzt gerade hier im improvisierten Homeoffice die beste Filmqualität, die wir hier realisieren können. Aber ich denke mal, meinem Chang tut das vielleicht gar nicht so schlecht. Und die Bilder, die ich jetzt zeige, die sind so groß, dass man Denke ich erkennen auch, kann, eindeutig, ja. worum es hier geht. Und naja, hätten wir ein Genau. bisschen mehr Vorlauf und hätten wir vor allem Geschäfte offen, ja, vielleicht sogar Elektronikmärkte, dann hätte ich mir sogar noch schnell eine bessere Webcam geholt. Aber bei uns sind die noch zu. Ich weiß nicht, bei euch wird langsam wieder Wird geöffnet. langsam offen, aber ich sage, vom Grundprinzip geht es ja darum, dass wir die Dinge jetzt besprechen und ich denke mir, wenn es jetzt, also bei mir kommt es gut an und man kann es ja auch erklären, falls man es nicht sehen würde. Genau. Zum Thema Erklären, es sind auch relativ viele Begriffe immer im Umlauf, die jetzt teilweise synonym verwendet werden, teilweise nicht korrekt verwendet werden und da möchte ich jetzt einmal so ein bisschen drauf eingehen, dass wir so eine Begriffserklärung am Anfang einmal machen, damit wir alle wissen, von was wir sprechen. Und zwar starten wir einfach einmal damit, weil es ja auch jetzt dann im Color Navigator, was wir dann auch kurz anschauen werden, relativ ein wichtiger Punkt ist, was sind die Candela? Ja, Candela ist eine Einheit, in der man Helligkeit misst. Helligkeit misst man entweder mit Candela pro Quadratmeter oder mit Nits, je nachdem, ob ihr euch im englischsprachigen oder im deutschsprachigen Raum aufhaltet. Also unsere Japaner sprechen auch gerne von Candela pro Quadratmeter. Die Amerikaner und die Engländer sprechen eher von Nits. Das Schöne ist, die Nummern, die dahinter stehen, also die 100 Nits, sind auch 100 Candela. Das ist also jetzt nicht wie bei Temperaturen mit Kelvin und Celsius Fahren und oder Fahrenheit und genau, ja, cool. Ne, das ist also nicht auch noch eine unterschiedliche Skala, aber in dieser Einheit, also in Candela pro Quadratmeter oder in Nits, wird Helligkeit gemessen. Cool, dann wissen wir das. Nächster Punkt, den ich da bei mir stehen habe, ist so der Weißpunkt. So, den muss man dann auch irgendwo einstellen. Aber so allgemein Weißpunkt, was kannst du dazu sagen? Ja, Weißpunkt ist wichtig, das wissen alle von uns, die fotografieren. Also in dem Kontext würde ich jetzt sagen, das kennen alle. Das Problem kommt aber immer nicht nur in der Kamera dazu, sondern eben auch bei uns selbst. Unser Gehirn macht genauso wie eine Kamera permanent einen automatischen Weißabgleich. Also wenn ich in einen Raum komme, wie zum Beispiel, also nicht eine alte Kneipe oder eine alte Turnhalle, die ganz alte Neonröhren hat, wenn ich ein sehr aufmerksamer Betrachter bin, und das sind wir Fotografen ja oft, dann sehe ich beim Reinkommen, oh, das ist aber irgendwie sehr grünliches Licht oder so. Da nehme ich vielleicht, das merke ich vielleicht, die meisten merken es nicht. Und nach einem Augenblick habe ich diesen Gedanken auch schon wieder vergessen, wenn ich den überhaupt gehabt habe. Und die Augen adaptieren das, beziehungsweise das ist falsch, die Augen adaptieren nichts, aber das Gehirn sieht dann, wie jetzt in dem Fall, das ist eine weiße Wand, dann empfinde ich die auch als weiß, wenn sie jetzt rein messtechnisch oder auch von unseren Augen rein faktisch grünstichig wahrgenommen wird. Also das ist relativ wichtig, das zu wissen, denn man muss daraus die Konsequenz ziehen, dass man auch einen Monitor auf einen bestimmten Weißpunkt einstellen muss, um ein neutrales Bild auch als neutral wahrzunehmen. Ja, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn der ist nicht mir selbst, muss ich auch sagen, also ich lerne auch immer dazu, eigentlich gar nie so richtig aufgefallen. Und was man oder beziehungsweise wo man das einstellen kann und warum, schauen wir uns dann quasi ein bisschen später an. Genau. Ich habe da noch ein paar Dinge stehen, so wie Gamma, vielleicht ganz kurz. Gibt es da so Gamma, eine einfache Lösung?
Der Wert, den man bei Gamma einstellt, in 99% der Fällen ist einfach. Das ist immer 2,2. Aber wir wollen ja jetzt erstmal wissen, wofür steht denn überhaupt dieser Gamma-Wert? Hier sind wir genauso wie bei dem Weißabgleich oder in dem Fall also beim Weißpunkt eines Monitors dabei, dass die menschliche Wahrnehmung uns ein paar Knüppel in den Weg legt. Nämlich, die menschliche Wahrnehmung ist nicht linear. Wir können in dunklen Farbtönen erheblich mehr Abstufungen erkennen als in hellen Farbtönen. Wäre jetzt die Farb- und Helligkeitsanzeige, um jetzt mal vereinfacht bei Graustufen zu bleiben, einfach, der Monitor kann 256 Graustufen anzeigen. Das Problem ist aber, dass zwischen maximalem Weiß und maximalem Schwarz liegt 50-prozentiges Grau. 50-prozentiges Grau sieht für uns aber nicht doppelt so hell aus wie 25-prozentiges Grau. Das heißt, unsere Wahrnehmung ist nicht linear. Ich habe da auch ein Beispiel. Gut, dass ich daran denke, sonst Ja, ist da. hätte ich das Ganze umsonst geöffnet. Hier, das ist ein Graukeil, der einem Gamma von 1,0 entspricht. Das heißt, hier ist das 50-prozentige Grau genauso, also wirklich halb so hell und in der Mitte dieses Graukeils angeordnet. Für das menschliche Auge seht ihr aber hier die dunklen Farbtöne, da ist ganz wenig Abstufung drin. Aber in den hellen, wo wir eigentlich gar keinen Riesenunterschied sehen, sind sehr viele Abstufungen drin. Um die menschliche Wahrnehmung eben zu kompensieren und einfach, da wir ja nicht mit einem Messgerät oder mit der Pipette in Photoshop unsere Bilder messen und tatsächlich Helligkeitswerte auswerten, sondern unsere Referenz die Augen sind, muss ich halt hier einen Gamma-Wert finden, der der menschlichen Wahrnehmung entspricht, sodass quasi die sämtlichen Grautöne hier linear zwischen Schwarz und Weiß verteilt sind. Und da hat man halt bei Monitoren jetzt mittlerweile zum Glück bei Windows und bei Mac, Bei Mac, ja, bei früher Betriebssystemen. war es noch bei Mac ein Gamma 1,8, aber seit vielen Jahren, ich glaube sogar 2006, ist auch Mac auf Jetzt schon, ja. Gamma 2,2 gegangen. Von daher, wir wissen jetzt, was das ist. Wir wissen, wir müssen 2,2 einstellen, wenn wir später Richtung. Kalibrierungsziele einstellen. Ja, und warum es diesen Wert gibt, einfach. Ist schon Expertenwissen, aber einfach im Hinterkopf behalten, weil menschliche Wahrnehmung nicht linear ist, müssen wir das adaptieren. Cool. Okay, die Details und so können wir uns dann vielleicht eh nachher noch anschauen, aber das einfach mal so im Hinterkopf halten, 2,2 ist schon einmal ein guter Richtwert. Der nächste Punkt ist so Farbraum. Was kann man so zu Farbräumen im Allgemeinen sagen? Genau, so jetzt muss ich da mal ein bisschen in meiner Präsentation hüpfen. Sekunde. Kennt ihr den Ausdruck Depth by Presi? Das ist, wenn man hier zu sehr rumzoomt, aber ich erspare euch jetzt die allermeisten Sachen, springe aber jetzt mal hier in die Farbräume rein. Ein Farbraum ist eigentlich einfach ein, je nachdem, durch aus wie vielen Punkten ein Farbmischsystem zusammengesetzt ist, also im Vergleich von RGB, im Beispiel hier von RGB, das besteht eben aus Rot, Grün und Blau, werden alle Farben zusammengemischt, deshalb ist es ein Dreieck. Bei Druckern, die mit sechs Farben arbeiten, ist es halt dementsprechend ein Der Fünfeck. Gamut ist entsprechend dann anders Genau. Der aufgespannt. Farbraum sind einfach die Farben, die jetzt im Beispiel eines Drucks man auf Papier bringen kann. Beim Beispiel eines Monitors, die der Monitor anzeigen kann. Und jetzt mal hier. Dieses Ding, was wahrscheinlich jeder schon gesehen hat, mal kurz zu erklären. Das hier, das große Dreieck, das ist der Farbraum dessen, was die gesunde menschliche Wahrnehmung so an Farben wahrnehmen kann. Und da seht ihr, der ist schon erheblich größer als das hier. Das sind sowohl der sRGB als auch der Adobe RGB Farbraum. Die sind erheblich kleiner. Das sind standardisierte technische Farbräume, mit denen wir als Fotografen arbeiten. Und da seht ihr, der menschliche Farbraum ist sehr viel größer und dann gibt es eben kleinere oder größere Farbräume, die dann eben ja, definiert sind und in denen wir arbeiten. Genau, da auch, wie man das kann im Color Navigator einstellt, kommen wir dann auch noch im Detail dazu, aber ich denke mir, da sieht man es schon einmal ganz gut. Jetzt habe ich schon ein paar Mal so Color Navigator gesagt und das bringt dann auch so in das Thema so Profilieren, Kalibrieren, ist das nicht irgendwie das Gleiche oder doch nicht? Ja, genau, ist es. Oder doch nicht? Also, fangen wir mal mit diesen ganzen Begriffen
an. Und zwar an dieser Stelle springe ich einfach Genau. mal. So. Wir müssen jetzt an dieser Stelle mal unterscheiden zwischen. Kann ich lesen mal gerade? Ah ja. So. Zwischen Kalibrierung im Volksmund und Kalibrierung, wenn es tatsächlich um die Wortbedeutung geht. Die allermeisten Fotografen meinen mit Kalibrierung diesen ganzen Prozess, einen Monitor auszumessen und dafür zu sorgen, dass er absolut präzise das wiedergibt, was in der Datei geschrieben steht. Denn vielleicht an diesem Punkt möchte ich vielleicht mal das erste Mal darauf rumreiten, das ist das, was wir erreichen wollen. Ne? Also bei all dem, Kalibrierung, Profilierung, Softproof, der zentrale Dreh- und Angelpunkt ist, dass ich exakt am Monitor das sehe, was in der Datei drin steht. Ohne dass das gegeben ist, kann nichts im Farbmanagement funktionieren. Einfach aus dem Grund, wenn ich etwas am Monitor sehe und das entspricht nicht der Datei, dann kann ich nicht erwarten, dass die Datei jetzt so aus einem Drucker kommt. Beim Drucken kommen natürlich noch die Komponenten Papier, Farbe und Drucker dazu, aber jetzt mal ausgeklammert lassen. Also zum Beispiel, wenn ein Kollege sich das Bild auf dem ebenfalls kalibrierten Monitor anguckt, dann sieht das da gleich aus. Hat er aber seinen Monitor völlig anders eingestellt, dann sieht das Bild nicht gleich aus, auch wenn die Datei die gleiche ist. Also unser größtes Ziel ist erstmal im ersten Schritt herzustellen, dass ich die Datei absolut unverfälscht und präzise sehe. Denn es wird ja nicht meine Wahrnehmung am Monitor hinterher an den Drucker weitergegeben, sondern die Datei. Und deshalb Punkt 1, dafür sorgen, dass der Monitor absolut präzise das wiedergibt, was in der Datei drin steht. Dieser Prozess wird im Volksmund Kalibrierung genannt. Da muss ich jetzt leider drauf rumhacken, weil wenn ich das jetzt nur Kalibrierung nennen würde, dann gäbe es wieder ganz viele böse Briefe, die sagen, ah, nicht mal die Experten von ISO wissen es richtig. Deshalb, damit ihr es mal einmal richtig gehört habt, genau, hinterher jetzt aufpassen. Hinterher auch klug scheißen könnt oder eben dementsprechend zumindest wisst, wie es richtig ist. Eine Kalibrierung ist jetzt eigentlich erstmal nur eine Messung. Wie funktioniert das? Naja, was passiert normalerweise? Normalerweise gibt der Computer einen Farb- oder ein Bildbefehl oder in dem Punkt, das hier ist ein 4K-Monitor, also 8 Millionen einzelne Farben an 8 Millionen einzelne Stellen und unser Auge baut daraus jetzt wieder ein Bild zusammen. Jetzt geht der Computer natürlich erstmal davon aus, dass der Monitor jede einzelne Farbe genau richtig anzeigt. Das ist aber in den allermeisten Fällen nicht der Fall. Also je nachdem, was das für ein Monitor ist und wie lange die letzte Kalibrierung her ist, ist der Unterschied zwischen dem, wie es aussehen soll und der Unterschied zwischen dem, wie es tatsächlich angezeigt hat, halt mehr oder weniger groß. Das kann der Computer nicht wissen, weil der Computer hat ja kein Auge. Deshalb müssen wir jetzt im Rahmen der Kalibrierung erstmal einen Rückkanal schaffen. Deshalb der zweite Fall. Wie kann dieser Rückkanal aussehen? Naja, der kann halt aussehen wie ein Kalibrierungssensor, der hier irgendwo auf den Tisch liegt. Schau, ich habe gar keinen da. Aber man sieht es eher am Monitor. Aber ein Kabel habe ich da, also er kann nicht weit sein. Ne? Also genau, so ein Kalibrierungssensor ist also ein Auge, was ich dem Computer in dem Fall jetzt gebe. Und damit kann er zwischen dem Sollwert, der reingeht, und dem tatsächlich angezeigten Istwert vergleichen. Und aus diesem Messen, also die Kalibrierung ist jetzt an diesem Punkt zu Ende. Ich habe jetzt gemessen, wie der Monitor tatsächlich anzeigt. So. Das ist natürlich schön, das jetzt zu wissen, dass mein Monitor entweder total präzise ist, aber oder der weitaus wahrscheinlichere Fall eben, dass mein Monitor irgendwie so ein bisschen daneben hängt. Jetzt möchte ich aber natürlich aus dieser Erkenntnis den nächsten Schritt ziehen, nämlich diese Fehler beseitigen. Wie mache ich das? Indem ich justiere. Diese Justage gehört eigentlich immer mit zur Kalibrierung, weil, wie gesagt, mein eigentliches Ziel ist ja nicht nur zu messen, sondern den Monitor eben auch korrekt einzustellen. So. Das heißt, zur Kalibrierung gehört auch noch die Justage dazu. Jetzt wisst ihr das schon mal. Der nächste Punkt, Software-Kalibrierung und Hardware-Kalibrierung. In diesem Kontext wissen ganz viele Leute gar nicht so genau, was das ist. Und wie immer, wenn man nicht weiß, was was ist, dann versucht man sich das im Wortsinne selbst zu erschließen. Das ist in 90% der Fällen zielführend, weil in aller Regel sind ja Begriffe nicht irgendwie zusammengewürfelt oder weiß ich nicht, per Zufallsgenerator gebildet worden, sondern man hat sich ja dabei was gedacht.
Leider kommt man an dieser Stelle da nicht weiter. Das ist so ähnlich wie beim Zitronenfalter. Ne? Wenn ich dich frage, was macht er den ganzen Tag? Könntest du, Zitronenfalten. genau, könntest du auch vielleicht auf dem falschen Fuß erwischt werden. Genauso ist es hier. Also ich brauche sowohl für die Software-Kalibrierung eine Hardware und eine Software, genauso wie ich für die Hardware-Kalibrierung auch eine Hardware und eine Software brauche. Also die meisten Leute denken sich, okay, eine Software-Kalibrierung, das ist so etwas, das mache ich nur per Software. Ist auch gar nicht so an den Haaren herbeigezogen, weil ich weiß, du bist Mac-User. Ich weiß nicht, ob es das aktuell noch gibt, aber früher war es zumindest immer so, dass man seinen Monitor kalibrieren konnte, indem man sich durch so ganz viele Ja, Felder geklickt nach wie hat, vor noch so. Regler, so zwei Farbfelder möglichst ähnlich gemacht hat. Wenn man das oft genug gemacht hatte, wurde daraus ein Profil geschrieben. Und das wäre genau das, was ich persönlich mir unter Softwarekalibrierung vorstellen würde. Ja. Ist aber nicht der Fall, ne? Also ich brauche sowohl für die Softwarekalibrierung als auch für die Hardwarekalibrierung so einen Sensor. Wie gesagt, die meisten Leute denken eben, für die Softwarekalibrierung brauche ich das nicht. Und sobald ich so einen Sensor nehme, ist das eine Hardwarekalibrierung. Was unterscheidet denn jetzt diese beiden Dinge? Genau, da ist eh auch gerade die Frage von Peter gekommen und Peter, es wird genau jetzt erklärt, was der Unterschied zwischen Hardware- und Softwarekalibrierung ist. Ja, siehst du, Peter, da hast du schon weitergedacht oder genau in die richtige Richtung gedacht und die Auflösung kommt jetzt. Achtet mal drauf, jetzt erkläre ich mal kurz die Hardware-Kalibrierung und ich zoome deshalb auch auf. Nee, Quatsch. Ist alles Zuerst die spiegelverkehrt. Software. Ist alles spiegelverkehrt. Ich zoome jetzt auf den Computer und warum? Weil bei der Software-Kalibrierung wird ein Profil geschrieben. Jetzt sind wir schon beim nächsten Begriff, der in diesem Kontext ständig fällt. Ein Profil. In einem Profil stehen Eigenschaften von etwas drin. Also zum Beispiel in einem Softproof-ICC-Profil zum Drucken steht drin, welche Auswirkungen das Papier, der Drucker und der Druckprozess bzw. die Tinte auf die Datei hat. In einem Monitorprofil steht, je nachdem, wenn es ein Hardware-Kalibrierungsprofil ist, steht da drin, der Monitor heißt so und so, hat die und die Auflösung und hat jetzt zum Beispiel den und den Farbraum aktiviert. Farbkorrekturen stehen da nicht drin. Das ist bei der Softwarekalibrierung anders. Bei der Softwarekalibrierung werden die Korrekturen, die ich jetzt hier bei der Messung ermittelt habe, in ein Korrekturprofil geschrieben, was auf meine Datei angewandt wird. Das ist so ungefähr das Gleiche wie das, was der traurige Fotograf am Anfang gemacht hat, nämlich jetzt bei per Try and Error herauszufinden, wie man quasi die Datei verfälschen muss, damit sie am Monitor falsch aussieht, aber richtig aus meinem Drucker kommt. Ich erspare mir jetzt quasi dieses Try and Error, aber im Grunde wird im Hintergrund das Gleiche gemacht. Nämlich, wenn ich jetzt also nicht ich, sondern wenn die Software jetzt in dem Fall festgestellt hat, mein Monitor ist zu blaustichig, dann wird automatisch auf das Bild ein etwas zu gelbe Korrektur angewandt, Komplementärfarbe drauf, ja. damit das Bild neutral, so wie ich es am Monitor gesehen habe, aus meinem Drucker kommt. Das passiert bei der Softwarekalibrierung. Das heißt, es wird ein Profil mit Farbinformationen genommen. Auch eine Softwarekalibrierung versucht erstmal den Monitor zu justieren, soweit das möglich ist. Also die Helligkeit kann ich hier am Onscreen-Display einstellen und je nachdem, wenn mein Monitor das hergibt und die Softwarekalibrierungssoftware das auch hergibt, kann man hier auch in den RGB-Kanälen jeweils so ein bisschen an dieser Skala Drehen, genau. rumschieben, damit man möglichst viel hardware-seitig korrigiert und in diesem Profil möglichst wenig drinstehen muss. Warum ist das wichtig? Weil je stärker dieses Profil eingreift, desto größer ist die Qualitätsreduktion Die vom Monitor ankommt, ja. der Farben. Also, ne, weil jetzt müssten wir mal kurz, springen wir an dieser Stelle mal, um zu verstehen. Ich habe hier zwei Mäuse und ich muss die andere nehmen. Schauen wir uns mal kurz an, wie denn so ein Monitor Farben herstellt. So ein Monitor stellt Farben her, indem er rote, grüne und blaue Subpixel mischt. Das hier sind 9 Pixel. Wenn wir jetzt ganz nah mit einer Lupe rangehen würden, dann würde der Monitor hier in weiß so Genau. aussehen, nämlich das sind 9 von diesen 8 Millionen Oder manchmal Pixeln. sieht man es übrigens am Smartphone, wenn es regnet und man hält das Smartphone mit den Regentropfen hin, durch die Tropfen, die Vergrößerung sieht man dann die Subpixel total cool. Tröpfcheninfektion, da sieht Ja. man sie. Ja. So sieht das aus. Und wenn alle 3 Pixel gleich hell leuchten, haben wir weiß. So mischt ein Monitor Farben zusammen. Und zwar im 8-Bit-Modus
In 256 Helligkeitsstufen. Ich habe also 256 hoch 3 Möglichkeiten, Farben zusammenzumischen, wenn ich im 16,7 Millionen 8-Bit-Modus Farben bin. oder so, ja. Genau. So, und jetzt sehen wir hier schon mal einen weiteren Punkt, wo denn eine mögliche Fehlerquelle liegt, wenn ich meinen Monitor oder zwischen dem, was der Computer zeigt und das, was am Monitor gezeigt wird. Ich meine, viele von uns haben bestimmt schon mal Lotto gespielt, da ist die Wahrscheinlichkeit jetzt wahrscheinlich auch gar nicht so anders, da den Sechser mit Zusatzzahl zu gewinnen. Die Tatsache, dass wahrscheinlich, ich kenne euch ja alle nicht, aber ich gehe einfach mal davon aus, so gut wie niemand von euch Multimillionär ist und die Sechser mit Zusatzzahl gewonnen hat, zeigt einem schon, dass das relativ unwahrscheinlich ist, das zu gewinnen. Genauso unwahrscheinlich ist es, dass die Farbe jetzt absolut exakt getroffen wird. So, und warum erzähle ich das alles? Weil wir ja eigentlich bei der Softwarekalibrierung waren. Und ihr seht schon, wenn ich jetzt also hier den Rotkanal um 20 Helligkeitsstufen korrigieren muss, weil das Bild einfach zu rotstichig ist, dann habe ich nicht mehr 256 hoch 3 Möglichkeiten, Farben zusammenzumischen, sondern 236 mal 256 mal 256. Und das ist schon Also das sind drastisch, schon ja. drastisch weniger Möglichkeiten, weil wir ja hier quasi in der dritten Potenz von 256 arbeiten. Und der rote Pixel ist bei ganz, ganz vielen Farben, wo ich das gar nicht erwarten würde, zumindest immer mitbeteiligt. Wie wirkt sich das aus? Dadurch, dass ich nicht mehr 16, irgendwas Millionen Farben habe, sondern vielleicht nur noch 15, erzeuge ich dann in der Monitordarstellung zum Beispiel Farbtonabrisse, die gar nicht in der Datei drin Genau, stehen, sondern das ist also nämlich der ein wichtige Punkt, ja. Darstellungsproblem ist. Ganz genau. Deshalb möchte ich das verhindern. Wie verhindere ich das? Ich verhindere das, indem ich eine Hardwarekalibrierung mache. Und natürlich muss man dazu sagen, indem man auch das Equipment und eben den Monitor hat, der auch die Hardware-Kalibrierung kann. Denn ganz viele Monitore können das ja nicht. Zum Beispiel, also mehr oder weniger jedes Laptop oder sonstiges Gerät hat einfach nicht die Möglichkeit. Und die Möglichkeiten, was man da einfach gewinnt, zeigst du jetzt einfach wiederum her. Genau, also Hardware-Kalibrierung. Wir zoomen jetzt hier mal auf den Monitor. Warum auf den Monitor? Na, weil sich die Korrektur hier im Monitor abspielt. Eben nicht über ein Korrekturprofil, was auf das Signal, ja. Grafikkartensignal angewandt wird, sondern eben hier justieren wir den Monitor selbst. A, das passiert verlustfrei, deshalb ist das die zu bevorzugende Variante. Und jetzt der nächste Begriff, den man überall mal liest, aber vielleicht gar nicht weiß, wofür er steht, LUT. Steht für Lookup Table. Was ist eine Lookup Table? Naja, das ist eigentlich gar nicht so kompliziert, wie es klingt. Das ist eigentlich nur eine elektronische Tabelle, in der drin steht, wenn der Computer sich Farbe XY wünscht, dann mischst du die bitte aus den 256 oder jetzt hier im 10-Bit-Modus, wie der Monitor oder wie Color Edge Monitore eben Farben nach außen zusammenmischen können, nicht in 256, sondern in 1024 24 mit 1024 mit Farbtönen 1024, ja. pro Kanal zusammen. Und wenn jetzt hier dieses Mischungsverhältnis nicht stimmt, wird ja keine Korrektur in einem Profil vorgenommen, sondern die Lookup-Table wird umgeschrieben. Da steht dann eben drin, okay, in dem Fall musst du, um 8-Bit-Modus und in dem Beispiel zu bleiben, wieder den Rotkanal auf 250, also eine gewisse Helligkeit reduzieren. Ich verliere dadurch aber keine Farbtiefe. Und Genau, deshalb das Interessante ist natürlich auch, wo diese Lookup-Tabelle liegt. genau, die Lookup-Tabelle ist quasi im Hirn des Monitors gespeichert. Deshalb bleibt es auch erhalten, wenn ich den angeschlossenen Zuspiel-Laptop oder PC oder Mac oder was auch immer ändere. Das wird hier drin gespeichert und bleibt erhalten. Das ist ein weiterer angenehmer Nebeneffekt, aber der hauptsächliche Punkt ist, dass der Monitor, dass dieses Kalibrierungsverfahren verlustfrei ist. Und deshalb ist das die zu bevorzugende. Cool. Gibt es dabei bei Aizu-Monitoren irgendwo eine Untergrenze, wo jetzt nicht mehr Hardware kalibrierbar ist? Oder sind alle Hardware kalibrierbar? Alle Color Edge Monitore sind Hardware kalibrierbar. Ne? Das ist halt einfach eine Eigenschaft von Grafikmonitoren. Genau. Ne? Andere Monitore haben einfach nicht diese Schnittstelle, um in die Lookup-Table zuzugreifen. Deshalb ist Und das, vielleicht da andere auch noch, brauchen weil das ich so auch nicht. kurz irgendwo gehört habe, kann man da jetzt mit jeder Software profilieren oder gibt es da natürlich eine klare Empfehlung? Ja, mit jeder Software kann man profilieren, aber nur mit einer Software kann man eine Hardware-Kalibrierung mit einer anschließenden Justage machen, die verlustfrei ist. Insofern ist dein Begriff Profilieren
super passend gewesen. Man kann ein ISO-Monitor nur mit dem Color Navigator der Kalibrierungssoftware von ISO kalibrieren. Man kann natürlich auch, wenn ihr jetzt so einen Datacolor oder einen X-Ride-Sensor habt, bekommt ihr da in aller Regel auch die Software mit dazu. Je nachdem, was das für eine Version ist, kann die Software mehr oder weniger. Und auch mit dieser Software könnt ihr eine Kalibrierung eines ISO-Monitors machen, solltet ihr aber nicht tun, sondern nutzt den Color Navigator, denn wenn ihr mit der X-Ride oder Datacolor Software kalibriert, macht ihr auch mit einem Hardware-kalibrierbaren Monitor nur eine Software-Kalibrierung. Und das wäre natürlich sehr schade, ne? Denn ja, da kaufe ich mir schon so ein tolles Gerät und nutze dann eben nicht diese verlustfreie Kalibrierung. Von daher, bitte benutzt den Color Navigator. Was für einen Sensor ihr benutzt, Hauptsache er ist kompatibel, aber das sind fast alle am Markt befindlichen Sensoren. Aber wichtig ist eben, benutzt für einen ISO Color Edge bitte den Color Navigator. Das ist cool. Jetzt wissen wir mal, Hardware kalibrierbar, ziemlich cool. Color Edge Serie, ziemlich cool. Da ist dann auch immer so dieses Wort der Homogenität, habe ich es richtig gesagt? Genau. Was hat es damit auf sich? Oder warum sind Color Edge Monitore so allgemein so sehr, sehr genial? Da muss man jetzt erstmal die Frage stellen, warum ist denn nicht jeder Monitor absolut homogen, ne? So, hier sieht man das mal illustriert. Also jeder von uns kennt das, egal wie teuer ein Objektiv ist, bei offener Blende und bei kritischen Motiven, zum Beispiel mit viel hellem Himmel, limitiert jedes Objektiv. Manchmal ist das sogar der Grund, warum ich so ein Objektiv kaufe, ne? Weil es halt auch so einen gewissen Look gibt. Ja. Aber es ist eigentlich auch kein großes Problem, denn wenn das nicht wirklich total dramatisch ist, kann ich das mit einem Regler in Photoshop oder Lightroom korrigieren, indem ich einfach, eigentlich brauche ich zwei Regler, einmal im Radius, einmal die Stärke und dann kann ich das wegmachen. Bei Objektiven ist das relativ ähnlich bei allen Objektiven einer Serie, weil das einfach auf einer physikalischen Rechnung basiert. Man kann das alles korrigieren, aber dann wird es überproportional teuer ab einem gewissen Punkt und überproportional groß. Ich meine, das seht ihr schon an den Sigma-Art-Objektiven, die sind extrem korrigiert und die sind halt fast doppelt so groß wie so ein 1,450. Früher war das so klein. Heutzutage ist das so ein Klopper. Ist auch viel besser, aber sehr stark korrigiert. Aber auch die limitieren, ne? Habe ich mir sagen lassen. Das Problem ist, also da ist es sehr einfach. Ihr kennt das alle. Ihr könnt in Lightroom oder in Photoshop ein Standardprofil wählen, um diese Korrekturen, Verzeichnungen oder Vignettierung zu korrigieren. Und das klappt ziemlich gut, weil das ist halt, wie gesagt, auf einer physikalischen Rechnung eines Objektivs basierend. Das Schlechte ist, auch ein egal wie teures LCD-Panel vignettiert, beziehungsweise ich muss eher sagen, hat Bereiche, die sind heller, es hat Bereiche, die sind dunkler und es hat Bereiche, die haben so ein bisschen so einen Farbstich in die eine oder die andere Richtung. Ja, aber wenn ich mir jetzt bei meinem Monitor da jetzt eine graue Fläche hinlege, dann sehe ich das nicht. Warum? Weil wir uns viel, viel Mühe damit gemacht haben, diese wirklich in jedem LCD-Panel von Natur aus vorhandenen Vignettierungen und Farbstiche zu beseitigen. Warum ist das wichtig? Es ist wichtig, weil ihr wollt ja tatsächlich, also jetzt im Fall von so einer Objektivkorrektur, tatsächlich die Unhomogenität der Datei, so sie denn da ist, entfernen oder eben auch hinzufügen. Oder eben auch einen kleinen Farbstich hinzufügen oder entfernen. Wenn der aber jetzt vom Monitor dazu erfunden worden ist, macht ihr zum Beispiel bei der Vignettierungskorrektur nicht dunkle Ecken weg, sondern helle Ecken hin. So wie es jetzt da ist, genau. Das wollen wir natürlich nicht, ne? Und deshalb müssen wir uns die Mühe machen und jedes einzelne Panel im Werk ausmessen und dann mit einem Korrekturprofil in der Lookup-Table hinterlegen. Wir nennen das Digital Uniformity Equalizer oder DUE. Cool. Das Schöne ist, das ist sehr stabil während der Nutzungsdauer des Monitors. Das muss man also nicht ständig machen. Das wäre schlimm, ne? Wenn man jeden Monitor nicht nur regelmäßig kalibrieren müsste, sondern auch wirklich in ganz vielen Feldern Helligkeiten und Farben machen würde, dann käme man zu gar nichts anderem mehr. Also das reicht, wenn man das im Werk einmal macht. Man muss sich aber eben diese Mühe machen und wir können eben nicht wie ein Objektivhersteller so ein Standardprofil nehmen und sagen, naja gut, das ist halt am Rand vignettiert zwei Blenden, ab hier vignettiert es nur noch eine Blende und in der Mitte vignettiert es überhaupt nicht mehr und das hat eine kleine tonnenförmige Verzeichnung, die bei allen gleich ist, sondern wir müssen uns eben die Mühe machen, jeden einzelnen Monitor einzeln auszumessen. Und das ist einer der Gründe, warum so ein Color Edge Monitor das nicht hat
Und warum so ein Color Edge Monitor halt auch mehr kostet als so ein normaler Office Monitor, weil ihr könnt euch vorstellen, das in ganz vielen Farbtönen, Helligkeitsstufen und an ganz vielen Orten zu machen, das ist halt sehr aufwendig. Das ist cool. Cool, jetzt hast du, weil ich habe da noch zwei Sachen stehen, LUT, also Lookup-Table hast du schon gesagt. Dann gibt es so dieses Thema HDR. Kannst du dazu noch was sagen? Weil ich hörte mir wieder HDR, Ja, HDR, da gibt es eigentlich auch wieder jetzt zwei Kontexte, in denen man darüber spricht. Der eine Kontext ist die Fotografie. Da war HDR vor, ja, lass mich nicht lügen, 10, 15 Jahren mal das, der schwierig, heiß, sagen wir mal so. Das ganz heiße Zeug, ne? Ich glaube, erst hat man es DRI genannt, ne? Dynamic Range irgendwas. Imaging oder so, ja, und dann ist irgendwie... Danach hat man HDR Range gesagt oder auch Tone Mapping oder weiß der Geier was. Was hat man da gemacht? Wir haben halt einfach nur ein, wie gesagt, auf Graustufen gerechnet, 256 Helligkeitsstufen. Mhm. Auf, wenn ich diese Helligkeitsstufen halt auf drei Primärfarben, Rot, Grün und Blau, verteile und daraus eben das miteinander multipliziere, habe ich halt 16, irgendwas Millionen Möglichkeiten. Ja. Aber wenn ich jetzt rausgehe, ist der Dynamikumfang erheblich größer. Unser Auge, wenn ich jetzt rausgehe und in die Sonne gucke, dann ist das außerhalb meines Dynamikumfangs und die Iris im Auge kann sich überhaupt nicht so weit zumachen, als dass ich das kompensieren könnte. Genauso, wenn ich in einen völlig schwarzen Raum gehe, dann sehe ich nichts mehr. Aber das sind so die Extreme. Aber wenn ich in einen dunklen Raum gehe, dann adaptiert sich nach einer gewissen Zeit meine Wahrnehmung und ich kann relativ viel sehen. Genauso, wenn ich aus so einem ganz dunklen Raum ins Sonnenlicht gehe, dann bin ich erst geblendet, dann adaptiert sich meine Wahrnehmung und ich kann wieder was sehen. Hinzu kommt, dass unser Gehirn quasi ja auch immer einen viel größeren Farbraum simuliert, als unsere Augen das wahrnehmen können. Gucke ich in was Helles, dann wird das Bild so, so ein bisschen in unserem Arbeitsspeicher. So lokale Adaption, ja. Und die in den dunklen Stellen auch. Und so baut sich unser Gehirn halt ein sehr dynamisches Bild zusammen. Und das kann so ein Monitor nicht. In dem Fotokontext heißt HDR jetzt, dass ich zum Beispiel ein 16-Bit-RAW bearbeite oder also die RAW-Datei in ein 16-Bit-TIFF umwandle und dann feststelle, wenn ich die hellen, also die Tiefen und die Lichter selektiv bearbeite, steckt da noch eine ganze Menge Zeichnung drin und ich versuche eben, diese Zeichnungen wieder herzustellen und eben möglichst die gesamte Dynamik meines Bildes in diese relativ beschränkte Dynamik einer Monitordarstellung reinzupressen. Ja, dadurch wird das Bild nicht dynamischer, aber es verliert oder aber die Lichter- und Schattenzeichnung, die jetzt ohne, dass ich das gemacht hätte, verloren gegangen wäre, ist wieder da. Das ist das, was man aus dem Fotobereich unter HDR-Bildern schon seit relativ langer Zeit kennt. Genau, es gibt ja die HDR-Monitore auch bei euch. Was hat es damit auf sich? Jetzt kommt der Videobereich dazu und da geht man einen anderen Weg. Das kommt eigentlich hauptsächlich eher aus dem Kinobereich, aus dem Filmbereich und da geht man hin und wenn man da HDR meint, dann hat man tatsächlich einen größeren Dynamikumfang. Wodurch erzeugt man das? Das erzeugt man dadurch, dass der Monitor erheblich heller strahlen kann auf der einen Seite und auf der anderen Seite erheblich gesättigtere Tiefen zeigen kann. Das sieht man natürlich jetzt hier in so einem hellen Raum nicht, aber hätte ich jetzt hier einen HDR-Monitor, würde das Licht ausmachen und dann ein schwarzes Bild anzeigen, dann wäre das wirklich absolut schwarz in den Schwärzen. Also um da mal einfach so ein paar Eckpunkte zu nennen, so ein Color Edge Monitor kann zwischen 300 und 350 Candela maximaler Helligkeit und hat ungefähr einen Dynamikumfang von 1500, je nachdem im CS oder im CG-Bereich, 1000 und im CG-Bereich 1500 zu 1. Unser HDR-Monitor hat einen Dynamikumfang von 1 zu 1 Million. Das entsteht dadurch, dass diese Höllenmaschine mit 1000 Candela über die gesamte Fläche leuchten kann und das maximale Schwarz gleichzeitig 0,0005 Candela sein kann. Also in dem Bereich geht man also hin und dampft nicht quasi die Dynamik auf diese schmale Bandbreite ein, die ein Monitor, ein normaler Monitor zeigen kann, sondern benutzt einfach leistungsfähigere Geräte, die auf der einen Seite sehr hell und auf der anderen Seite sehr dunkel können und zeigt halt tatsächlich die Dynamik, die da draußen ist, auch am Monitor. Einfach für den Hinterkopf, Kameras können das schon relativ lange, also
so eine Redcam oder sowas von vor Genau. 5 oder noch sehr viel mehr Jahren, die konnten immer schon 15, 16 Blenden Dynamikumfang aufzeichnen. Jetzt kommen wir aber in den Bereich, dass wir bis vor ein paar Jahren nur mit OLED-Monitoren, die hatten dann aber relativ große Nachteile, was die hellen Bereiche anging, jetzt auch bei LCD-Monitoren erst überhaupt in die Lage versetzt werden, diesen großen Dynamikumfang auch sichtbar zu machen. Cool. Was hat das jetzt, genau. Was hat das jetzt für eine Relevanz? Ich lese gerade, ich lese das gleich erst. Die Relevanz, die das hat, ist meiner Meinung nach im Fotobereich erstmal nicht allzu groß. Das mag vielleicht irgendwann auch nochmal kommen. Im Videobereich ist es wird ja, immer wichtiger, ja. Ja, aber es ist leider auch da, die Technik ist schon lange da, aber sie bricht noch nicht so im Massenmarkt durch. Ne? Liegt da dran, ich weiß nicht, wie das bei euch in Österreich ist, aber wir kriegen hier über die öffentlich-rechtlichen Rundfunksender ja, nicht das mal Full HD, Problem. sondern wir kriegen hier HD-Ready-Signal. Ja? Ja. Also Full HD ist schon nicht Standard, 4K ist erst recht nicht Standard und dann 4K HDR. Schwierig, kriegt man bestenfalls aktuell bei den Streaming-Anbietern? Also könnte man es eigentlich so zusammenfassen, HDR ist für Fotografen noch nicht so wichtig, aber für Videografen wird es immer wichtiger. Genau. Und dafür gleichzeitig quasi der nächste Punkt, dieses 4K-Thema, braucht mein Monitor 4K? Ist das für Fotografen wichtig? Ich meine, wir filmen ja mittlerweile auch immer mehr, aber wo siehst du jetzt 4K den großen Vorteil, dass wir da jetzt quasi wieder zur Fotografie zurückkommen? Naja, braucht man das? Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ne? Ich möchte es gerne haben und jeder kennt es eigentlich, sei es jetzt von seinem Smartphone, von seinem Tablet. Du könntest heutzutage noch ein so tolles Smartphone von den technischen Werten, von der Kamera und allem Pipapo auf den Markt bringen, wie du möchtest, wenn das keine, Apple nennt es Retina-Auflösung hat. Ja. Andere nennen es halt anders, weil es halt ein geschützter Markenbegriff ist. Aber wenn du nicht ein heute würde keiner ein Smartphone kaufen, wo er nicht so nah rangehen kann und dann keine Pixel mehr sieht. Genau. Das ist halt einfach Standard. Wenn ihr euch mal ein altes iPhone oder ein altes iPod Touch aus den ersten Generationen anguckt, da wird man heute sagen, oh, wie konnte ich davor jahrelang sitzen? Ja. Genauso ist es bei Monitoren. Ne? Also wenn man sich heute mal so einen Röhrenmonitor holt, der kann sogar noch relativ gute Farben haben. Der ist riesengroß, nimmt riesig viel Platz weg, ist super schwer. Aber vor allem die Auflösung würde man heute auf seinem Schreibtisch überhaupt nicht mehr akzeptieren und würde sich denken, wie können die Leute davor jahrzehntelang gearbeitet haben? Ne? Mhm. Ähnlich, finde ich, ist es da. Heutzutage ist man beim Laptop in aller Regel schon eine sehr, sehr hohe Auflösung gewohnt. Und beim Desktop-Monitor wird diese Erwartungshaltung auch immer größer. Als Fotograf ist das eben auch sehr cool, weil ich kann, was möchte ich hier mit dem Monitor erreichen? Ich möchte mit dem Monitor erreichen, damit meinen Ausdruck zu simulieren. Ne? Ich habe ja einfach mal so einen Fächer. Ich möchte ja im Grunde, dass das gleich ist. So ein Ausdruck hat in aller Regel 300 ppi. Mhm. Und ich möchte natürlich, dass mein Monitor möglichst genau auch so aussieht. Und das passiert natürlich nur, wenn der Monitor auch eine relativ große Auflösung hat. Also insofern als Fotograf freue ich mich darüber, wenn mein Monitor eine hohe Auflösung hat, weil das Bild super scharf ist. Ich kann relativ nah rangehen und habe dadurch überproportional viel Nutzfläche, als wenn ich den Monitor weit von mir wegstellen muss, um die Monitorpixel nicht zu sehen, weil dann habe ich eben von einem größeren Monitor auch nichts, wenn er weiter wegstehen muss. Genau. Also von daher auch für Fotografen sagen, ist es cool. Genau, was cool, du noch angesprochen hast, das ist mir relativ wichtig. Viele Fotografen filmen auch immer mehr. Woran liegt das? Ja. Ja, das liegt daran, dass wir alle eigentlich super machtvolle Filmkameras in unserer Fototasche haben. Und wenn man das hat, nutzt man das natürlich auch ganz gerne. Mhm. Und dann kann man den Monitor natürlich betrachten, ja. Jedes Smartphone filmt in 4K, jede GoPro filmt in 4K, von den guten Kameras mal ganz zu schweigen. Und da möchte ich natürlich, wenn ich meine Bilder, meine Filme sehe und wenn ich die grade und wenn ich die vor allem ja, bearbeite, möchte ich die natürlich in der nativen Auflösung sehen. Und das geht nicht, wenn ich einen Monitor habe, der nur Full HD hat. Insofern denke ich 4K, ich finde es auch heutzutage schon sehr wichtig. Ich würde auch, wenn ich schon investiere, überlegen, ob ich jetzt nochmal in was investiere, was weniger als 4K hat. Von daher, ja, ich finde es ein wichtiges Feature. Ja. Also ich sage auch immer, wenn man einmal die Sonne gesehen hat, will man nicht mehr zurück. Das ist ganz, ganz schlimm. Aber auch ganz, 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 ganz cool. Okay, cool. Jetzt haben wir mal so die Begriffe abgefrühstückt, sage ich mal, oder abgejausnet. Springen wir mal ein bisschen in was Praktisches. Und zwar, wie
könnte man mit dem Color Navigator oder was sollte man im Color Navigator einstellen? Wir haben ja schon davon gesprochen und da kommen wir dann auch so also ein bisschen auf die Frage von Manuel, keine Angst. Ich gebe da jetzt einfach einmal kurz meinen Monitor frei und leite uns einfach einmal so ein bisschen durch, was man da so entsprechend machen soll, kann oder was es da für Punkte gibt. So, ich glaube, mein So, Monitor und sollte jetzt da sein genau, für alle. ich würde dich aber noch mal ganz kurz bitten. Ich glaube, die Frage von Manuel ist an dieser Stelle ganz schlau, Genau, vielleicht können wir es eigentlich auch mal vorher darauf reinnehmen. einzugehen, und deshalb geh doch noch mal auf meinen Monitor Zack, hier. okay. So, die Frage von Manuel war nämlich, wie denn hier so der Bildbearbeitungsplatz aussehen sollte, welche Auswirkung Raumbeleuchtung, Abstand, Wandfarbe, in dem Fall vielleicht sogar die Kleidung, die man anhat, Genau. hat auf die Wahrnehmung des Bildes. Und ich muss sagen, eine riesengroße Genau, ich glaube auch, Auswirkung. dass das echt unglaublich unterschätzt wird. Und Genau, darum und sind wir heute zwar, da, also nehmen wir das gleich rein. ganz genau, und zwar hat das sehr viele Dimensionen. Ich meine, euch allen dürfte klar sein, dass wenn jetzt auf der einen Seite hinter mir diese Wand hier nicht weiß, sondern pink wäre, dass das auf meinem Monitorbild, also jetzt von daher nicht, aber auf den Monitor, auf den ich jetzt gucke, strahlen würde. Und genauso die Wand, auf die ich jetzt gucke, ist genauso wichtig, weil mein peripheres Gesichtsfeld spielt in meinem persönlichen Weißabgleich ja auch immer eine große Rolle. Und wäre die bunt, würde ich wahrscheinlich mein neutrales Monitorbild nicht neutral wahrnehmen. Von daher, ja, ich sollte jetzt nicht in einem knatschbunten Raum sitzen. Ich sollte auch nicht in einem gleißend hellen Raum sitzen, der viel heller beleuchtet ist als mein Monitor, weil dann sehe ich an dem Monitor nichts. Der nächste Punkt, ich sollte das Licht unter Kontrolle haben. Nämlich aus demselben Grund wie mit den Wänden, immer wieder dieser Faktor automatischer Weißabgleich im Gehirn. All das, worum es jetzt im nächsten gehen wird, nämlich eigentlich hauptsächlich um das Thema Kalibrierungsziele, also auf was stelle ich meinen Monitor denn jetzt ein? Das ist das, oder warum muss ich das machen? Ja, immer um nicht von meinem Gehirn ausgetrickst zu werden, beziehungsweise diese gute Adaptionsfunktion, die unser Gehirn der Helligkeit und der Farbe nach quasi immer anwendet, jetzt nicht in dem Fall Bildbearbeitung zu einem Nachteil werden zu lassen. Ganz genau, ganz entscheidender Punkt. Wenn ihr euch das nochmal ganz genau angucken wollt, ihr habt am Anfang vielleicht hier so ein bisschen Werbung für die Color Class Namibia gesehen. Das ist ein Filmprojekt von mir und ISO, also vor allem es ist ein Projekt von ISO mit mir. Und zwar war ich vor 2 Jahren auf den Lofoten und da haben wir den gesamten Landschaftsfotografie-Workflow durcherklärt, ein bisschen Monitorkalibrierung und Softproof für selber drucken. Dieses Mal waren wir in Namibia und haben neben ganz vielen anderen fotografischen Themen das Thema Kalibrierungsziele erklärt. Da zeige ich euch das nochmal alles ganz ausführlich und plastisch mit dem Umgebungslicht Unbedingt anschauen. selbst. Da gehen einem ganz viele Augen auf. Genau, also ich glaube, spätestens danach sollte man das hoffentlich verstanden haben. Also von daher kleiner Tipp, geht mal auf iso.academy, dann landet ihr eben auf der Landingpage, wo alle Filme drauf sind und dann könnt ihr euch die angucken. In der 9. Folge erkläre ich Genau, alles zum es sind Thema alle anderen Kalibrierung. vorher auch sehr interessant. Also ich würde auch unbedingt empfehlen, sich einfach einmal die Zeit nehmen, denn jetzt haben wir es auch irgendwie, und einfach einmal durchschauen und dann gehen da wirklich einige Augen auf. Ganz genau. Wir erklären da auch noch Themen wie Panoramafotografie, Astro, Film mit der Kamera, wie man da im Storytelling vorgeht und ganz viele andere Themen und eben auch den Softproof-Workflow, wenn man nicht selber druckt, sondern wenn man das zu einem Dienstleister wie WhiteWall gibt. Das erklären wir auch, aber eben auch, warum muss ich Kalibrierungsziele überhaupt anlegen? Also Antwort merken, ja, damit meine Wahrnehmung Mit mir all. aus der Gesamtkonstellation an meinem Arbeitsplatz nicht irgendwie ein neutrales Bild falsch interpretiert. Genau, kannst vielleicht irgendwie da, wenn wir schon sind, wenn schon der Arbeitsplatz und das Licht so wichtig ist, ein paar Worte zum Licht sagen? Kann man irgendwas machen, dass man irgendwie ein vernünftiges Licht hat? Ja, man kann sich da wahnsinnig viel Mühe mitgeben oder man kann sich gar keine Mühe mitgeben. Also wenn man sich gar keine Mühe mitgeben möchte, dann geht man in den Keller, hat kein anderes Licht, stellt den Monitor nicht allzu hell ein und wird keine Probleme haben, weil die Probleme entstehen ja immer nur
in einer Mischlichtsituation, sage ich jetzt mal. Ihr kennt ja das als Fotografen alle. Wenn ihr bei Glühlampenlicht oder Kerzenlicht fotografiert, genau da, ne, dann könnt ihr jetzt, ihr könntet jetzt hingehen und ihr seht jetzt, der Martin ist ganz schön orangestichig. Was würdet ihr machen? Ihr würdet den Weißabgleich auf Glühlampenlicht einstellen. Was würde dann passieren? Naja, jetzt in dem Fall würde die Ansicht im Fenster ganz blau werden. Jetzt denkt ihr euch, oh, der Martin, der ist aber jetzt irgendwie auch ganz einseitig nur beleuchtet von dieser Lampe. Den blitze ich mal auf hell an. Ja, dann sieht's nicht richtig, ne? Aber egal, ne? Man, in dem Fall wird man sagen, ah, komm, da blitze ich mal drauf, damit das Gesicht nicht so aus, nicht so mit Schatten, orange wird, ja. Schatten beworfen ist. Ja. Ne? Was würde dann passieren, wenn ich nichts mache? Der Blitz leuchtet mit Tageslicht rein und Martin wäre zwar etwas weniger Schatten. Ja, ich habe auf automatischen Weißabgleich eingestellt. Ja, das ist doch ganz vernünftig. Martin würde zwar jetzt schattenarm ausgeleuchtet, aber alles, was vom Blitz kommt, wäre blau. Stichig. Ne? Nicht ganz blau, aber es wäre zu blau. Was macht man da? Man macht so eine gelbe Folie oder so einen gelben Vorsatz vor den Blitz, um auch die Blitztemperatur auf die Farbtemperatur des Blitzes auf denselben Weißpunkt zu bringen wie das Umgebungslicht. Und so hat man kein Problem, weil man hat kein gemischtes Licht. Und im Grunde macht man jetzt genau das Gleiche auch beim Monitor. Man muss dafür sorgen, dass der Monitor den gleichen Weißpunkt hat wie das Umgebungslicht. Ich habe ja schon gesagt, wenn man sich gar keine Mühe gibt, geht man in eine Höhle, eine dunkle. Da hat man kein Mischlicht. Da kann man auch relativ, da ist es nicht so wichtig in gewissen Grenzen, sage ich jetzt mal, wie man seinen Weißpunkt einstellt. Und solange die Helligkeit vom Auge adaptiert werden kann, also nicht zu dunkel ist und nicht zu grell ist, dann hat man da erstmal keine Probleme, die durch ein nicht passendes Kalibrierungsziel entstehen könnten. Da die allerwenigsten von uns aber pflegen, im Keller zu hausen und Bilder zu bearbeiten, müssen wir uns jetzt überlegen, was müssen wir tun, wenn wir halt auch noch anderes Licht haben. Da bleiben jetzt eben nochmal zwei wichtige Faktoren. Einerseits die Helligkeit, habe ich schon gesagt, und eben der Weißpunkt. Helligkeit, naja, was soll der Monitor uns geben? Im Grunde soll der Monitor ja schon simulieren, wenn wir jetzt drucken, wie das Bild, was wir ausdrucken, aussieht. Und welche Helligkeit hat das Bild, was wir ausdrucken? Na, das Bild selbst hat gar keine Helligkeit, sondern das wird nur durch das Umgebungslicht beleuchtet. Und insofern, um hier einen Vergleich herzustellen, muss natürlich der Monitor genauso hell sein, wie das, was ich damit vergleichen möchte. Auf Deutsch, der Monitor sollte genauso hell sein, wie das Umgebungslicht. Genau. Das ist der erste Punkt. Warum ist das wichtig? Eben, um einen vernünftigen Vergleich zu haben. Warum ist das aber noch wichtig? Naja, weil ein Monitor, wenn er zu dunkel eingestellt ist, neigen wir dazu, die Bilder zu hell zu bearbeiten, um überhaupt was zu sehen. Das ist wieder diese Wahrnehmungskomponente. Wenn der Monitor zu hell eingestellt ist, neigen wir dazu, die Bilder ein bisschen zu dunkel zu bearbeiten, um nicht geblendet zu werden. Das wollen wir auf jeden Fall vermeiden. Und zu guter Letzt kommt eben noch diese Vergleichskomponente hinzu. Also, wie hell sollte der Monitor sein? Ungefähr so hell wie das Umgebungslicht. Genau, und das ist nämlich auch der wichtige Punkt. Da gibt es jetzt keinen, so hell soll er sein, sondern es kommt eben auf das Rundherum drauf an. Genau, wir gehen da, glaube ich, gleich nochmal genauer drauf ein, wenn wir uns das im Color Navigator angucken. Aber lasst euch einfach mal gesagt sein, ihr müsst es da nicht auf den Candelar genau treffen. Einfach nur mal so ganz grob über den Daumen gepeilt, wenn ihr in einem relativ dunklen Raum sitzt, stellt mal so zum Anfang 80 Candela ein. Wenn ihr in einem relativ hellen Raum sitzt, fangt mal so als Helligkeitsvorgabe mit 120, 140 Candela an. Ihr solltet nicht dramatisch drüber gehen, weil erstens dadurch die Präzision der Anzeige reduziert wird und zweitens der Monitor, also die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung schneller verschleißt. Das ist also nicht ideal. Da würde ich eher versuchen, den Raum dunkler zu bekommen. Aber bevor ich überhaupt nichts sehen kann, typisches Beispiel so auf Messen, wo wir dann auf Festivals sind, da mache ich die Monitore eben auch heller, weil da hast du halt meistens irgendwo grelles Licht vom Nachbarstand oder kannst den Nachbarständen nicht sagen, jetzt macht doch bitte alle mal euer Licht aus. Da mache ich das dann auch mal heller, aber dann ist die Präzision da eben auch nicht so groß. Gut. So, und der Weißpunkt, wenn man jetzt nicht total buntes Licht hat, dann würde ich mal mit einem Weißpunkt von 6000 Candela anfangen. Kelvin. Genau, gut, dass du aufpasst, das passiert, glaube ich, jedem ständig, dass man beides fängt mit K an, zumindest phonetisch. Ja. Genau, also immer, wenn ich das falsch sage, sofort reingrätschen. Fangt mal mit einem Weißpunkt von 6000 Kelvin an.
Das ist für die meisten Arbeitsplatzsituationen schon mal ein ganz guter Ausgangswert, dass man das noch alles verfeinern kann. Das seht ihr gleich, wenn wir das im Detail angucken. Genau. Aber von daher, wir waren ja eigentlich jetzt beim Arbeitsplatz. Also sorgt dafür, dass ihr nichts Grelles vor euch und hinter euch habt, dass ihr nicht ein total grelles T-Shirt anhabt, was jetzt die Darstellung verfälscht. Im Idealfall sorgt eben auch mal dafür, dass ihr keinen schrägen Lichteinfall auf den Monitor habt. Unsere CG-Monitore haben serienmäßig diese Lichtschutzblenden dabei. Für die CS-Monitore gibt es sie als Zubehör. Ansonsten kann man sich auch vielleicht selber was basteln aus Pappe oder wie auch immer. Oder man lässt halt hier, wie im Beispiel für die Bildbearbeitung, wir reden ja jetzt nicht für 0815 mit Internet surfen, sondern für die maximale Präzision. Lasst halt mal so ein Rollo runter und stellt euch euer ideales Bildbearbeitungssetup her und dann passt das schon, ne? Also das sind jetzt so die ganz wichtigen Dinge, genau. Um gut, dann jetzt mal so einen Bildbearbeitungsplatz einzurichten. Würde ich mal sagen, ich gebe jetzt meinen Monitor frei. Jetzt ist der gute Zeitpunkt dafür, genau. Zack. Und da sieht man jetzt den Color Navigator und man sieht im linken Bereich, oder genau. Erklären Sie einmal, was man da so sieht, sagen wir mal so. Und was da jetzt mit dem Wissen, was wir jetzt haben, was man da jetzt damit entsprechend anwenden kann. Genau, also die wichtigen Bereiche sind einmal links dieser Bereich, wo Farbmodus drüber steht. Auf der rechten Seite der Bereich, wo die einzelnen Werte der Kalibrierungsziele stehen. Und oben ist nochmal die Menüleiste, wo man diverse Dinge einstellen kann. Was ist jetzt dieser Farbmodusbereich? Na, dieser Farbmodusbereich ist eigentlich ein Bereich, wo 10 Speicherbänke zur Verfügung stehen, wo man unterschiedliche Monitoreinstellungen ablegen kann. Man kann ja, also zum Beispiel, und das empfehle ich auch, für unterschiedliche Beleuchtungsszenarien am Arbeitsplatz da unterschiedliche Kalibrierungsziele hinterlegen. Jetzt muss man das Wort Kalibrierungsziel nochmal kurz erklären. Ein Kalibrierungsziel sind Einstellwerte für einen Monitor. Wenn ihr noch nie kalibriert habt, dann habt ihr die Vorstellung, Kalibrierung an oder Kalibrierung aus. Also ich denke, ich installiere die Software, drücke auf Kalibrieren, dann stellt die Software das richtig ein und ich werde glücklich. Das ist die Vorstellung, die ich hatte, die jeder hat, wenn er ja denkt, so jetzt kalibriere ich mal was. Und dann seid ihr ein bisschen enttäuscht oder genervt, weil es ist so ein bisschen wie bei der amerikanischen Kaffeerösterei. Die fragen euch jetzt, welche Größe, mit welchem Geschmack, was für eine Milch. Und genauso ist das hier. So eine Software fragt euch mindestens, okay, wie hell soll er denn sein, welchen Weißbaum soll er denn haben, welchen Farbraum soll er denn haben, welchen Gamma-Wert möchtest du denn haben und je nachdem, was für einen Modus man ist, ob man da im Expertenmodus ist oder im einfachen Modus ist, auch noch ganz viele andere Sachen. Da stellt ihr fest, oh, ja, blöd, jetzt weiß ich gar nicht, was ich da einstellen soll. Und deshalb haben wir hier verschiedene Speicherbänke, 10 an der Zahl, und da kann man unterschiedliche Szenarien speichern. Und wie gesagt, je nachdem, wenn ihr wechselndes Licht am Arbeitsplatz habt, kann es durchaus empfehlenswert sein, da auch unterschiedliche Kalibrierungsziele zu hinterlegen. Kann da auch unterschiedliche Farbräume hinterlegen, so wie jetzt hier in dem Beispiel, also zum Beispiel Adobe RGB und sRGB. Ich würde allerdings immer empfehlen, das in der Softproof-Ansicht von Lightroom oder genau Photoshop zu machen, also und das nicht Dinge über so ein Preset zu machen, geht aber auch da. Aber wofür nutze ich das jetzt? Das muss jeder für sich selbst wissen, aber ich würde einfach empfehlen, legt euch vielleicht, je nachdem, wie es an eurem Bildbearbeitungsplatz ist, 3 Targets an. Eins für abends, wenn ihr nur eure künstliche Beleuchtung anhabt. Da ist es dann vielleicht nicht so hell wie tagsüber, wenn die Sonne reinscheint. Ein Target für ein Setup, wenn die Sonne reinscheint, und ein Target für einen bedeckten Tag. Dann hat man eigentlich so die 0815-Szenarien, die man an seinem Bildbearbeitungsplatz so hat, abgedeckt. Und das reicht in aller Regel dann auch aus, die ein bisschen zu modifizieren, weil das muss jetzt alles nicht, wie gesagt, auf dem Candela oder auf dem Kelvin perfekt sein. Das kann der Mensch in gewissen Grenzen adaptieren, aber diese Grenzen sollten wir nicht verlassen, denn sonst haben wir wieder das Problem, dass ein richtig scharfes Bild. Genau, und so ich es eben hier habe, das ist eben der Startpunkt, für die, die es nicht lesen können. Und da ist natürlich so, das sind eben die Empfehlungen, mit denen man am Anfang einmal loslegen kann, aber immer wirklich berücksichtigen, was habe ich einfach rundherum, wie spät ist, kommt das Licht von draußen rein, habe ich jetzt meine Glühlampe, mein schlechtes Beispiel in meinem Fall, aber das einfach quasi einfach einmal als Startpunkt sehen. Da ist von Peter gerade eine Frage gekommen, so was ist der Unterschied im Farbmodus Advanced und Standard, also STD und Advanced, soll man sich da Gedanken drüber machen? Das ist eine gute Frage, also es ist natürlich wie immer so, dass man im Standardmodus weniger einstellen kann als im Advanced-Modus. Also die genauen Unterschiede
muss man sich mal angucken. Ich denke, für die allermeisten Anwender reicht oft der Standardmodus aus. Die zwei entscheidenden Vorteile des Standardmodus sind folgende, nämlich dieser Standard, wenn man einen Standardmodus kalibriert, werden alle anderen Standardmodi mit korrigiert. Das heißt, die bei der Kalibrierung eines Standardmodus erkannten Abweichungen werden auf alle anderen Standardmodi auch angewandt. Das ist eine Hochrechnung, das ist nicht so genau, wie wenn man jeden einzelnen Modus eben wirklich misst. Insofern im Advanced-Modus, wo es um die absolute Profi-Perfektion geht, da muss man halt jeden einzelnen Modus erneut kalibrieren, aber wenn man halt im Standardmodus arbeitet, dann kann man einmal einen Modus kalibrieren und alle anderen Modi werden dann eben mitjustiert. Der zweite Vorteil ist, und das ist jetzt halt quasi so, wenn man ganz am Anfang steht und erstmal die Investition für so einen Sensor scheut, wobei die 138 Euro, den so ein EX4 bei ISO kostet, jetzt auch nicht die Welt ist, aber sagen wir mal so, man möchte das erstmal nicht, möchte aber auch in der Lage sein, trotzdem diese Kalibrierungsziele zu modifizieren oder eben auch zu erstellen. Im Standardmodus kann ich diese Ziele auch erstellen und korrigieren, also manuell verstellen, ohne dass ich einen Sensor dafür brauche. Das ist auch noch ein Feature aus dem Standard. Das ist wahrscheinlich auch deshalb möglich, weil sie aus dem Werk raus schon so unglaublich exakt eingemessen worden und sind. Und ja, darauf kann man auf das zurückgreifen, oder? Das basiert alles nicht auf der Messung, weil wir haben keine Messgeräte dann in diesem Szenario, aber eben auf der Werkskalibrierung, und das ist auch am Anfang zumindest relativ genau, aber da halt natürlich mit der Zeit der Monitor altert, geht halt quasi diese Hochrechnung, auf der das basiert, nicht mehr von den tatsächlichen Werten des Monitors aus. Und insofern empfehle ich, immer so einen Sensor zu benutzen, einfach aus dem Grund, der Verschleiß eines Monitors, und das ist der eigentliche Grund, warum wir kalibrieren müssen, nämlich, dass die Hintergrundbeleuchtung mit der Zeit immer ein bisschen dunkler wird und dass diese Farbfilter, die roten, grünen und blauen Farbfilter auf den Pixeln, den Subpixeln, um genau zu sein, mit der Zeit ihren Farbton ein bisschen verändern. Und das sind die beiden größten Ursachen, weshalb so ein Monitor seine Darstellung verändert und weshalb wir regelmäßig nachkalibrieren müssen. Genau, was man auch in der Software natürlich entsprechend einstellen kann. Ein kleines Service-Announcement, die nachfolgenden Sendungen werden sich ein wenig verschieben, so wie es ausschaut. Es gibt natürlich eine Aufzeichnung für alle, die weg müssen. Das wird dann im E-Mail entsprechend bekannt gegeben. Ja, entschuldige. Wir sind schon recht gut unterwegs von der Zeit. Das heißt also, man kann jetzt quasi mit der Situation oder mit diesem Startpunkt einmal anfangen. Und wenn man dann quasi draufkommt, dass... Lass uns doch mal so ein Kalibrierungsziel erstellen. Bitte? Lass uns doch mal so ein Kalibrierungsziel einfach kurz erstellen oder eben durchgehen. Genau, ich gehe mal da rein. Ja. Genau, dass man mal sieht, wie man im Color Navigator so ein Kalibrierungsziel einstellt, was es da gibt, und einfach mal ein paar Tipps von mir, wie ich das machen würde. Wir gehen jetzt einfach mal von so einer normalen Tageslichtsituation aus, stellen den Monitor hier auf 120 Candela ein. Das hast du schon, das geht hier über so einen Schieberegler, man kann es auch manuell eingeben. Den Schwarzwert darunter würde ich immer auf Minimum stehen lassen. Es gibt so ein ganz exotisches Szenario, wo ich das anders einstelle, wenn ich jetzt also zum Beispiel Zeitungsdruck mache, also immer nur für Zeitungsdruck arbeite, dann wäre es sinnvoll, da einen anderen Schwarzwert einzustellen. Aber im Normalfall von euch wahrscheinlich nicht so eine Zeitungsrotationsmaschine da stehen haben, um zu drucken. Lasst es auf Minimum. Die Farbtemperatur, ich würde jetzt mal empfehlen, 6000 Kelvin einzustellen als Ausgangswert. Irgendwas zwischen 5000 und 6500 Kelvin ist immer schon mal ganz gut. Es gibt zwei Standardwerte, 5000 Kelvin, das ist der Wert, der sich in der ganzen Druckereibranche durchgesetzt hat. Die haben halt alle ihre Lampen, alle ihre Genau, das ist eben auch der wichtige Punkt. Eben die Lampen traditionell und das Umgebungslicht ist immer auf genau 5000 Kelvin, und deshalb nutzen die 5000 Kelvin. Ich würde aber immer empfehlen, stellt den Weißpunkt nicht nach dem Nutzen oder nach dem Anwendungsgebiet ein, was ihr macht, weil 5000 Kelvin wird da nicht benutzt, weil es dafür besonders gut geht, sondern weil die halt seit eh und je diese Lampen benutzen. Für die allermeisten Nutzer sieht 5000 Kelvin ein bisschen zu gelbstichig aus. Und naja, was habe ich davon, wenn ich einen Standardwert, der sich in der Druckindustrie zum Drucken aus eingeschliffen hat, nutze, aber meine Monitordarstellung und der Druck für mich nicht gleich aussieht. Da habe ich nichts von. Das soll kein Selbstzweck sein. So, beim Gamma würde ich einfach genauso
den Gamma-Wert 2,2 einstellen. Hier kam gerade eine Frage zum L-Star-Gamma. Das kann man hier natürlich auch einstellen. Es gibt einen Hersteller, der hat das mal so ein bisschen gehypt als viel cooleres und viel besseres Gamma. Das ist ein etwas anderer Gamma-Wert als der Gamma-Wert 2,2. Man sagt, der kommt der menschlichen Wahrnehmung noch ein bisschen mehr entgegen. Mag daran liegen, dass meine Augen zu schlecht sind oder ich nicht dran glaube oder was auch immer. Ich sehe den Unterschied ehrlich gesagt nicht. Von mir aus stellt auch L-Star ein oder eben 2,2. Ich sehe da keinen Unterschied. Nur einfach mal, um meine persönliche Meinung zu dieser Frage kundzutun, ohne Anspruch auf wissenschaftliche Präzision. Bei der Priorität würde ich mal auf Standard bleiben und jetzt ganz wichtig, den Farbraum würde ich persönlich immer auf nativ stehen lassen, weil dann wird der gesamte Farbraum des Monitors genutzt, wenn er denn in der Datei drin steckt. So ein Monitor, jetzt der hier zum Beispiel hat, wie alle Color Edge bis auf das sRGB-Modell, 99% Adobe RGB Farbraumabdeckung. Das bedeutet aber nicht, dass der Monitor nur 99% Farben zeigen kann, die, oder sagen wir mal so, der Monitor kann noch ganz viele andere Farben zeigen, die außerhalb des Adobe RGB Farbraums sind. Die kann ich halt, wenn ich im Adobe RGB Farbraum arbeite, nicht nutzen, aber wenn ich zum Beispiel im Profoto RGB Farbraum arbeite, kann ich diese Farben auch noch nutzen. Der Unterschied ist nicht so dramatisch, deshalb gehen die meisten User hin und arbeiten standardmäßig im Adobe RGB Farbraum. Ich würde aber trotzdem mir diese Möglichkeit lassen, indem ich hier im nativen Monitorfarbraum arbeite und wenn ich dann in Photoshop als Arbeitsfarbraum Adobe RGB habe, dann wird meine Datei auch auf Adobe RGB, ich sage mal, eingedampft, aber eben durch das Farbmanagement von Photoshop. Und da würde ich jetzt an der Stelle immer hingehen. Und ich meine, zwei Fragen, ich gehe nochmal zurück ganz kurz. Die Frage ist, was macht Graubalance? Vielleicht ganz kurz dazu. Bei dem einen, das ist halt einfach ein Kalibrierungsverfahren, wo mehr Farbfelder ausgemessen werden und vor allem sehr viele Graustufen. Und da wird die Priorität bei der Kalibrierung halt auf möglichst perfekte Graustufen gesetzt. Dauert aber auch länger. Dauert auch länger und ist in dem Fall halt, das ist einfach eine Frage der Prioritäten, worauf jetzt in der Kalibrierung besonders großen Wert gelegt wird. Und da ist halt die Graubalance eine Kalibrierung, die dauert länger, weil da halt einfach mehr unterschiedliche Graustufen ausgemessen werden. So, deshalb Farbraum, nativ. Gehen wir weiter runter. Kommt noch was, was wir uns noch angucken müssen? Das ist eigentlich jetzt unwichtig. Gehen wir mal auf OK. So, jetzt haben wir ein Kalibrierungsziel erstellt. Jetzt könnten wir an dieser Stelle hingehen, das nochmal kalibrieren. Das kennt ihr alle, wenn ihr so eine Hardware- oder Software-Kalibrierung schon mal gemacht habt. Dann werden halt Farbfelder projiziert. Der Sensor hängt davor, misst die aus, wird ein Soll-Ist-Vergleich vorgenommen und danach bekomme ich ein Ergebnis. Das seht ihr hier. Also in dem Fall war die Kalibrierung, wir sind 0,3 Candela neben den 120 Candela gelandet. Das ist super präzise. Man bekommt den minimalen Schwarzwert, den sich daraus ergebenden maximalen Kontrast und sieht dann, okay, das passt für mich. Ja, cool. So, jetzt habe ich das so eingestellt und jetzt arbeite ich damit. Wirf das jetzt auf meinen Drucker da hinten raus, schaue das an daneben und komme drauf, in der jetzigen Lichtsituation muss ich was tun. Was kann ich tun? Ja, jetzt kommt es erstmal drauf an, das können wir jetzt nicht nur aufgrund der fortgeschrittenen Zeit, sondern auch, weil das eigentlich ein eigenes Webinar wäre, jetzt nicht in großen Details eingehen. Aber ich habe ja schon gesagt, das Papier und die Tinte und das Druckverfahren hat eine riesen Auswirkung auf die Datei. Also wenn ich mein Bild jetzt mit so einem Office-Laserdrucker ausdrucke oder mit so einem hier Epson Feinart-Drucker mit ganz vielen Tinten, sieht das Bild völlig unterschiedlich aus, weil auf Normalpapier mit einem Office-Laserdrucker oder auf einem Fine-Art-Papier mit einem Fine-Art-Drucker, das Ergebnis sieht, ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Eindeutig. Aber die Datei ist immer die gleiche. Das heißt, das müssen wir, naja, das können wir digital jetzt erstmal nicht verändern. Wir können ja den Laserdrucker nicht zwingen, sich zu verhalten wie ein Fine-Art-Drucker. Leider, muss man sagen. Ja. Ne? Was ich aber machen kann, ist das zu simulieren. Wie kann ich das simulieren? Naja, indem ich mit einem anderen Messgerät ausmesse, wie sich ein Drucker verhält. Das heißt, welche Auswirkungen die Komponente Papier, Tinte und Drucker auf die Datei haben. Das nennt sich ICC-Profil oder beziehungsweise diese Informationen, wie sich das gespeichert hat, wird in einem ICC-Profil gespeichert und das kann ich
dann eben nutzen, um in der Softproof-Ansicht von Photoshop oder Lightroom oder anderen Programmen, die das können, zu simulieren, wie sich mein Bild verändert, einfach nur dadurch, dass ich es ausdrucke. Jetzt kann ich natürlich den Drucker oder das Papier nicht zwingen, sich anders zu verhalten, als es sich verhält. Also mehr schwarz, als wenn ich auf so ein mattes Papier 100% schwarze Farbe drauf mache, kann ich nicht machen. Und wenn es trocken ist, ist es immer nur ein dunkelgrau. Und genauso kann ich weniger als nichts auf so ein Papier auch nicht draufdrucken. Ich bezweifle zwar, dass man das mit dieser heutigen Webcam jetzt sieht, aber eigentlich, hier, stellt euch einfach vor, diese Papiere haben alle eine unterschiedliche Farbe. Diese Papiere werden alle, wie erzeugt so ein Drucker, also so ein normaler Tintenstrahldrucker, weiß, na, indem er einfach nichts macht an der Stelle, ja. Und weniger als nichts drauf machen kann er nicht. Also weniger weiß, also ein weißeres Weiß als diesen cremefarbenen Farbton hier bei diesem etwas beigen Papier werde ich nicht erzeugen. Geht nicht, ja. So, und das kann ich alles in der Softproof-Ansicht simulieren. Warum erzähle ich das eigentlich jetzt alles? Naja, weil ich quasi Äpfel mit Äpfeln und nicht Äpfel mit Birnen vergleichen muss, ne? Also ich kann jetzt nicht hingehen, hier an meinem Monitor die Datei sehen und dann hier meinen Leinwandausdruck daneben halten und sagen, das passt ja überhaupt nicht. Das ist gut, dass das nicht passt. Das darf auch gar nicht passen. Wenn das gleich aussieht, dann stimmt was mit der Monitorkalibrierung nicht. Was aber gleich aussehen sollte, ist nämlich, wenn am Monitor die Softproof-Ansicht aktiviert ist, dann sollte das möglichst gleich aussehen. Das wird auch relativ gleich aussehen, aber jetzt kommen wir sind jetzt hier schon zwischen beim Druck und der Monitoransicht mindestens bei 90% Perfektion. Eindeutig. Haben wir noch eine einzige Fehlerquelle, die wir ausschließen müssen. Und wie beim Fotografieren ist es so oft, der Bug steht hinter der Kamera. Ne? Hier in dem Fall sitzt der Bug vor dem Monitor. Nämlich ich oder du. Also wenn ich jetzt dasselbe Bild dreimal ausdrucke und das eine ist eine Nuance anders als das andere, dann lege ich dir diese drei Bilder vor und dann sagst du mir, welches ist jetzt perfekt neutral oder welches entspricht der Monitorstelle. Dann sagst du, na, das linke. Und ich sage, ach, du bist doch blind, das rechte. Na, wer hat jetzt recht? Na, das könnte man jetzt vielleicht auf messtechnischem Wege herauskriegen, wer da den besseren Blick hat. Aber diese Information, wer da jetzt recht hat, ist eigentlich total irrelevant. Denn was ist wichtig? Dass es für euch matcht, dass es für euch passt. Weil ihr messt ja nicht, wie schon mehrfach gesagt, sondern ihr arbeitet so lange an den Bildern, bis sie für euch perfekt aussehen. Mhm. Ihr seid die Referenz. Das heißt, für euch muss es richtig aussehen. An eurem Monitor. Und deshalb kann man jetzt hingehen und wenn du da mal in die manuelle Korrektur gehst, die meisten User meiden diese Funktion wie der Teufel das Weihwasser, weil alle die Vorstellung haben, jetzt habe ich mal was Richtiges eingestellt, jetzt werde ich das doch nicht wieder verfälschen. Ich aber sage euch, doch, bitte macht das, weil, wie ich gerade schon gesagt habe, es bringt nichts, wenn das messtechnisch perfekt aussieht, aber für euch selber nicht perfekt aussieht, also für euch selber nicht matcht. Ne? Denn ihr seid die Referenz, ihr seid nicht das Messgerät ist die Referenz und deshalb, meistens reicht es aus, hier die Helligkeit noch mal ein bisschen zu modifizieren, weil das Bild halt am Monitor ein bisschen zu heller oder dunkler ist als euer Ausdruck. Oder eben den Weißpunkt ein bisschen anzupassen. Wenn du da ein bisschen runterscrollst, dann sieht man auch, man kann das auch noch in ganz vielen Ebenen, so ähnlich wie beim HSL-Mixer, einstellen. Ist aber meistens gar nicht nötig. Eine Sache ist noch wichtig, an diesem Punkt nochmal zu betonen. Wichtig ist eben auch, mit was für einem Licht ihr das jetzt hier beleuchtet. Also, dass ihr das jetzt nicht mit Glühbirnenlicht oder mit Kerzenlicht machen solltet, das ist uns, glaube ich, allen klar. Also solche Binsenweisheiten muss ich keinem erzählen. Wichtig ist aber eben auch, im Idealfall habe ich Normlicht. Das hat einerseits den Vorteil, ich weiß, welchen Kelvinwert, also welchen Weißpunkt das hat. Das hat aber auf der anderen Seite eben auch den Vorteil, dass Normlicht einen hohen CR-Index hat. Das heißt, in dem weißen Licht sind auch tatsächlich alle Farben enthalten. Ganz wichtiger Punkt. So günstige LED-Lampen zum Beispiel, die haben manchmal sogar schon eine Angabe zu dem Weißpunkt. Das ist schon mal cool, weil dann weiß ich, welchen Weißpunkt ich einstellen muss. Aber oft haben die ein relativ lückenhaftes Spektrum. Ne? Und das heißt, wenn jetzt die im Blauspektrum eine Lücke haben, dann fällt dieses blaue Licht nicht auf den Ausdruck drauf, kann dementsprechend auch nicht reflektiert werden und das Bild sieht nicht so blau aus, wie es eigentlich ist. Und insofern gebe ich immer den Rat, versucht möglichst gutes Licht am Arbeitsplatz zu haben mit einem hohen CR-Index. Ich würde immer empfehlen,
Wenn er, klar, als Ideal ist halt so ein Leuchtkasten oder wirklich eine Normlichtlampe, aber die sind wirklich teuer, nehmen viel Platz weg und machen die meisten einfach nicht. Entweder guckt das euch wirklich vernünftig unter Tageslicht an oder ihr kauft euch einfach so eine Normlicht-Neonröhre, 18 Watt, ungefähr so groß, kauft euch dazu so einen Neonröhrenhalter, stellt das irgendwo bei euch an Wo man es für dann so anschaut, ja. dieses Licht oder hängt euch eine Neonröhre dahin. Das kostet wirklich nicht viel, so aus dem Baumarkt, so ein Halter, wenn man denn wieder rein darf. Nordrhein-Westfalen darf man, glaube ich, noch Ja, in den bei uns auch. Baumarkt. Und dann könnt ihr euch so ein Licht herstellen, wenn euch das wichtig ist. Ne? Aber von daher immer Äpfel mit Äpfeln vergleichen, indem ich also Softbruchsansicht hier aktiviere und eben dafür sorge, dass ich eben auch ein Licht benutze, was dem Ausdruck überhaupt erst die Chance gibt, wenn er denn korrekt ist, dann auch korrekt auszusehen. Und dann bin ich am Punkt, jetzt habe ich den Faktor Mensch auch ausgeschlossen. Und wenn jetzt eure Partnerin oder euer Partner auch an dem Monitor arbeitet, kann es durchaus sinnvoll sein, für den auch nochmal separat eigene Kalibrierungsziele anzulegen. Was passiert hier, nachdem ich das jetzt eingestellt habe? Je nachdem, im Basic-Modus kann ich eben jetzt einfach sagen, okay, wende das an. Ich kann aber auch hingehen und nochmal eine Kalibrierung durchführen. Und dann bekomme ich ein neues Kalibrierungsziel. Und da steht dann drin. Und deshalb nenne ich jetzt hier auch erstmal nur Anfangspunkte für Weißpunkt und Helligkeit. Da steht dann drin, für deine Augen, damit das für dich matcht, also Monitordarstellung und Ausdruck, musst du 124 Candela einstellen, Helligkeit, und einen Weißpunkt von 6249 Kelvin. Und dann sieht es für dich perfekt aus. Und dann hast du für diese Situation dein perfektes Kalibrierungsziel. Und dann würde ich eben auch in dieser Situation, das ist ja nun nicht das, was wir jeden Tag machen, dann eben diese Umgebungsbedingungen wiederherstellen oder versuchen, möglichst nah ranzukommen, wenn ich eben das Matching zwischen Druck und Monitordarstellung sehe. Cool. Oder also beurteilen möchte, muss ich Ja. eher sagen. Ist cool. Ich würde sagen, sind irgendwelche Fragen, weil ich glaube, Vielleicht ist jetzt noch ist vom einmal so. Herbert ist da noch eine schlaue Frage. Ja. Okay, Weißpunkt abhängig vom Druckerpapier. Was mache ich denn, wenn ich mehrere Papiere habe? Nee, Herbert, der Weißpunkt ist nicht abhängig vom Druckerpapier, sondern von der Umgebungsbeleuchtung. Und du kannst natürlich in der Softproof-Ansicht für jede Drucker-Papier-Kombination, so du dein ICC-Profil hast, quasi immer wieder du musst in der Softproof-Ansicht sowieso auswählen, für welches Profil das simuliert wird. Also da werden die ganzen Papiere ausgewählt. Das machst du nicht über für jedes Papier ein eigenes Kalibrierungsziel, sondern du aktivierst halt in der Softproof-Ansicht für jedes Papier, was du simulieren wirst, einfach das passende ICC-Softproof-Profil und da wählst du dann aus. Also das Papier hat keine Auswirkung auf den Weißpunkt, sondern diese cremefarbene Farbtemperatur des Papiers, diese Eigenschaft steht im ICC-Profil drin und wird in der Softproof-Ansicht dann vom Bildbearbeitungsprogramm berücksichtigt. Generell, wenn Fragen sind, wirf ich das ganz kurz ein. Einfach auf der EIZU-Webseite, je nachdem, aus welchem Land man kommt, einfach EIZU-Kontakt. Und da kann man dann natürlich auch Fragen stellen und bekommt dann auch die Antworten drauf. Genau, wir haben einerseits eben eine Hotline, da kann man anrufen, da wird man sehr kompetent beraten. Man kann unseren Support über also die E-Mail-Adressen, die auf unseren Webseiten stehen, erreichen. Und ich würde euch einfach empfehlen, schaut euch mal die Folgen, also wie der Martin schon sagte, am besten natürlich alle Schaut euch Folgen alle der an, ja. Color Class, Lofoten und Namibia an, aber vor allem in der Folge 4 auf Lofoten erkläre ich, wie man Kameras kalibriert. Wenn ihr euch das anguckt, werdet ihr feststellen, okay, Kameras werden gar nicht kalibriert, sondern für Kameras wird einfach nur mit so einem Farbchart, was man so in das erste Bild hält, ein Konvertierungsprofil für Für die den Software. RAW-Konverter erstellt. Da geht es darum, um Monitorkalibrierung, es geht darum, um Druckerprofilierung in der sechsten Folge der Color Class Lofoten, in der neunten Folge der Color Class Namibia geht es um das Thema Farbräume in Kameras, Arbeitsfarbräume in Bildbearbeitungsprogrammen und Kalibrierungsziele. Also nochmal sehr viel plastischer, als ich das jetzt hier zeigen konnte, das, worum es heute ging. Und in der 11. Folge geht es darum, wie ich halt den Softproof für, wenn ich nicht selber drucke, wie in der 6. Folge auf Lofoten, richtig einstellen muss, um auch da keine unliebsamen Überraschungen zu bekommen. Wie gesagt, alle anderen Folgen sind auch sehr cool. Und außerdem überhaupt im Bereich
wo es um Monitorwissen geht. Auf der ISO-Webseite stehen auch noch ganz, ganz viele, noch viel detailliertere Dinge. Also von daher schaut euch das mal an. Auf der ISO-Website gibt es eine ganze Menge spannenden Content, der da noch sehr viel mehr Input gibt. Cool. Dann sage ich, weil wir jetzt doch ein bisschen drüber sind, aber es war unglaublich wichtig, unglaublich interessant. Und na, wir haben so gut wie keine Teilnehmer verloren. Das ist ein ganz gutes Zeichen. Ist immer gut. Insofern. Aber sage ich danke für deine Zeit und deine Ausführungen. Ich glaube, das hat wirklich sehr viel Licht in diesen manchmal sehr gestrüppigen, dunklen, zwielichtigen Wald geworfen. Und ich glaube, man hat jetzt einen wesentlich besseren Blick auf seinen Monitor und auch die Umgebung rundherum und wie man das Ganze einfach berücksichtigen sollte, den Workflow. Das hoffe ich. Dann sage ich aus meiner Seite danke und gebe jetzt das finale Abschlusswort zu dir rüber. Wie gesagt, es wird auch eine Aufzeichnung geben. Ihr bekommt dann auch den Link dazu. Und jetzt quasi hochoffiziell, Chris, du darfst die letzten Worte machen, bevor ich auf den roten Knopf drücke. Ja, also auch nochmal von meiner Seite herzlichen Dank. Schön, dass ihr so lange ausgehalten habt. Ich denke, wir werden uns vielleicht mal persönlich sehen. Martin könnte regelmäßig auf der Foto und Adventure in Wien sehen. Mich hättet ihr jetzt bald auf der Foto und Adventure in Duisburg sehen können. Die ist jetzt heute auf den Oktober verschoben worden, in der Hoffnung, dass man bis dahin wieder irgendwas machen kann. Naja, richtig prognostizieren kann das keiner von uns. Und ansonsten, wie gesagt, schaut euch mal unsere Webseite an oder eben auch unsere Filme auf www.iso.academy. Da werdet ihr automatisch auf die richtige Länderseite geroutet. Da gibt es eine ganze Menge, um jetzt im Homeoffice oder eben beim Social Distancing sich die Zeit ein bisschen zu vertreiben, was zu lernen und vielleicht nochmal ein bisschen auch in die, zumindest in Gedanken in die Ferne zu schweifen. Und von daher das Allerwichtigste, bleibt gesund und dann sehen wir uns vielleicht irgendwann auch mal wieder vis-à-vis. Perfekt. Also, ciao. Schönen Abend. Tschüss.